Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Stadtrat, jetzt hat heute die Schweiz Wien auf Rot gesetzt oder sozusagen eine Reisewarnung für Wien erlassen. Besorgt Sie das? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich meine, unsere Bundesregierung hat monatelang das Hobby gepflogen, andere Länder auf Reisewarnungsstufen zu setzen. Wir erinnern uns an die Diskussion über Serbien, wir erinnern uns an die Diskussion über Kroatien, über die Balearen und viele andere mehr. Also darf man sich nicht verwundern darüber, dass andere Länder hier natürlich genauso aufmerksam auf die Entwicklungen schauen. Und wenn unser Land vorprescht, über andere Länder Reisewarnungen auszusprechen, wir erinnern uns am Beginn der Urlaubssaison der Debatte über Italien, das haben alle Länder wahrgenommen und die schauen natürlich dann doppelt genau hin, was in einem Land passiert, das in der Außenpolitik auftritt, indem es andere Länder mit Reisewarnungen überschüttet. Und daher bin ich überhaupt nicht verwundert. Jetzt gilt diese Reisewarnung aber nur für Wien, nicht für den Rest von Österreich. Ist die Situation in Wien Ihrer Meinung nach besorgniserregend? Nein, aber ich meine, Wien ist halt die bekannteste Stadt von Österreich und auch die einzige 2-Millionen-Stadt in ganz Österreich. Ich studiere sicherlich jetzt nicht die Argumentation der Schweizer Kollegen, aber bin ja nicht überrascht, weil ich weiß auch nicht, wie sie es exekutieren, aber grundsätzlich kommt man in die Schweiz entweder aus Vorarlberg oder über den Flughafen Wien-Schwechat. Also nehme ich einmal an, dass es damit in Verbindung steht. Wir haben gleiche Zahlen in fast allen Städten in Österreich. Deswegen hat ja gestern die Corona-Kommission auch eine entsprechende Beurteilung der Situation der letzten Wochen abgegeben. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wie schätzen Sie denn die aktuellen Zahlen eigentlich ein? Wir hatten ja diese Woche, muss man sagen, doch einen sehr starken Anstieg bei den Neuinfektionen. Bundesweit gestern über 600 Fälle, heute wieder über 500 Fälle. Die Hälfte davon, mehr oder weniger, kommt aus Wien. Wie ist das Ihrer Meinung nach zu beurteilen? Ich glaube, dass die Situation seit langer Zeit immer nach den gleichen Maßstäben zu beurteilen ist. Sie wissen, ich habe oft schon Interviews gegeben in den letzten Monaten, dass ich davon ausgehe, dass im Herbst die Infektionsrate wieder nach oben geht. Jetzt ist Herbst und die Infektionsrate geht nach oben. Also darf niemand überrascht sein, dass ich jedenfalls nicht überrascht bin. Wir sprechen von einer ansteckenden Krankheit. Wir reden von einem Virus, der sich eben nicht an Spielregeln oder politische Empfehlungen hält, der auch kein Parteibuch besitzt, sondern der schlicht und einfach das tut, was er kann, nämlich Menschen sich gegenseitig anstecken. Im heutigen Sommer gab es letztendlich ein Fallenlassen sämtlicher Spielregeln, die wir im Frühjahr gelernt haben als Gesellschaft, an die sich auch die allermeisten gehalten haben. Die sind alle gefallen und das Fallenlassen von sämtlichen Spielregeln, ob das jetzt die Regelungen in der Gastronomie sind, ob das Regelungen im Umgang sind, plus zusätzlich der Faktor der großen Reisetätigkeit, war an sich klar, dass es zu einer zusätzlichen Virusbelastung in unserem Land kommen muss. Und das findet jetzt einfach statt. Überraschend finde ich es nicht. Und deswegen habe ich schon im August gesagt, in Interviews, auch hier bei Ihnen im Studio, dass ich der Meinung bin, dass im gesamten Handel Maske zu tragen ist, wenn man der Meinung ist, wir brauchen die Maske im Handel. Und deswegen haben wir das jetzt auch noch einmal ganz unmissverständlich gefordert, der Wiener Bürgermeister und ich, weil wir brauchen auch nachvollziehbare, auch kalkulierbare Spielregeln, die für die Menschen es sozusagen nachvollziehbar machen, was eigentlich die Gesundheitspolitik von ihnen will. Und ich finde, wir haben zu viele komplizierte Spielregeln, wir brauchen eine Vereinfachung und dafür eine Klarheit. Und ich bin sehr froh, dass die Gedanken, die der Wiener Bürgermeister und ich gemeinsam artikuliert haben, ich im Detail auch noch sehr oft artikuliert habe, bin sehr froh, dass die Bundesregierung diese Gedanken jetzt aufgegriffen hat. War es Ihrer Meinung nach ein Fehler, dass man eben im Sommer einen Teil dieser Maßnahmen wieder zurückgenommen hat, weil man einfach dadurch vielleicht auch Verwirrung geschaffen hat, teilweise vielleicht auch Verunsicherung? Ja, ein Fehler. Es war jedenfalls ein bisschen viel. Und wie gesagt, vor allem in Bereichen, wo es jeder verstanden hätte, auch dort die Spielregeln fallen zu lassen, war nicht notwendig. Deutsche Touristen haben sich immer gewundert darüber, wie entspannt wir die Situation sehen in der Gastronomie, in Lokalen und zwar in allen Tourismusorten. Wir erinnern uns an einen großen Vorfall im Tourismus mitten im Sommer,
der letzten Endes zu keiner Veränderung der Spielregeln geführt hat, sondern im Gegenteil, die Lockerungsverordnung ist trotzdem durchgezogen worden mit 1. September. Das fand ich ziemlich unverständlich und es wäre an sich gescheit gewesen, im Zuge der Entwicklung auch der Idee einer Corona-Kommission, einer Corona-Ampel, den Monat August zu nutzen, um etliche der Diskussionen zu führen und auch der Gespräche zu führen, die wir jetzt in Hektik durchführen müssen. Da hätten wir uns wahrscheinlich die eine oder andere hektische Pressekonferenz dieser Tage ersparen können. Jetzt hat die Bundesregierung ja heute in einer Pressekonferenz neue Maßnahmen verkündet. Finden Sie es richtig, dass die jetzt bundesweit kommen? Weil man fragt sich natürlich, warum gibt es eine Corona-Ampel? Führt das nicht die Corona-Ampel dann irgendwie ad absurdum? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, es ist natürlich, weil so lange unklar war, ja wochenlang unklar war, was wird denn die Corona-Ampel werden, sind ja Fantasien entstanden im ganzen Land, was diese Corona-Ampel nicht alles sein wird. Für mich war immer klar, dass die Corona-Ampel letzten Endes ein Instrument ist, wo wir nach standardisierten Prozessen, nach standardisierten Analysen die vergangene Situation betrachten wollen. Und das war auch die Grundidee des Gesundheitsministers, ein standardisiertes System zu entwickeln, wo wir einen Bericht bekommen, welche Situation haben wir in den vergangenen Wochen gehabt. Und dieser Bericht, nämlich die Empfehlung der Kommission, ist die Grundlage für gesundheitspolitische Maßnahmen. Und diese Idee ist jetzt ausgereift, sie ist noch weiterzuentwickeln. Ich bin auch der Meinung, dass wir einen tollen Sprung gemacht haben innerhalb nur einer Woche in der Qualität der Zahlenaufbereitung. Ich bin sehr beeindruckt über die große Bereitschaft des Bundes, auch den Input der Experten aus Wien hier aufzunehmen, aufzugreifen, die Ideen aufzugreifen, um die ungleiche Betrachtung und die ungleiche Analyse Schritt für Schritt wegzubekommen. Und daher bin ich auch sehr zufrieden mit dem Fortschritt und wir werden sie noch weiterentwickeln müssen. Sie haben es heute gemeinsam mit dem Bürgermeister auch 5 Maßnahmen für Wien bekannt gegeben, ja, die Sie empfehlen. Ja. Danach war dann erst die Pressekonferenz der Bundesregierung. Sind die jetzt teilweise obsolet aufgrund dessen, was die Bundesregierung bekannt gegeben hat, oder wird es trotzdem da einen eigenen Wiener Weg geben? Na, es wird auf jeden Fall Klarheit geben für die Wienerinnen und Wiener, was die Wiener Stadtpolitik für unsere Stadt will. Und wir haben das gestern schon gesagt, haben gestern auch den medizinischen Krisenstab beauftragt, sich mit den unterschiedlichen Fragen von Maßnahmen zu beschäftigen und haben daher heute von unseren Experten eine sehr klare Empfehlung bekommen. Die Empfehlung ist eine Empfehlung der Experten, der Wiener Experten an die Politik, dass diese Maßnahmen sinnvoll werden. Und jetzt ist eine Aufgabe der Politik zu schauen, dass wir die Maßnahmen umsetzen können. Und wir haben heute informiert in einem Pressegespräch, von welchen Maßnahmen wir hier sprechen, dass dann die Bundesregierung einen Teil dieser Maßnahmen danach ankündigt, umsetzen zu wollen, finde ich gut. Das habe ich gestern schon gesagt, dass es wohl 2 oder mehrere Varianten geben wird können, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden. Nachdem wir einen Anstieg der positiven Fälle in ganz Österreich sehen, wir sehen sie nur in unterschiedlicher Höhe, aber grundsätzlich sehen wir es in ganz Österreich und vor allem im urbanen Gebiet in ganz Österreich. Deswegen hat es ja auch in Oberösterreich so eine intensive Debatte gegeben über die Ampelschaltung schon vergangene Woche in dem großen urbanen Zentrumsraum von Oberösterreich. Und das Gleiche ist ja auch jetzt in Graz. Graz ist genauso gelb, wie Wien gelb ist. Und es ist ja kein Schulnotensystem, wir sind kein Wettbewerb, sondern es ist einfach nur die Beurteilung der Situation. Wenn Sie da die Karte anschauen, dann schauen das natürlich alles nur kleine Punkte an. Und das ist schon klar, weil der wenig besiedelte Raum in Österreich halt flächenmäßig größer ist, aber man soll sich nicht täuschen lassen. Betroffen ist immer der Raum, wo ein Drittel, die Hälfte und mehr der gesamten österreichischen Bevölkerung lebt. Und auch wenn die Städte dann nur kleine Punkte sind, dort wohnen die meisten Menschen. Und noch viele mehr sind betroffen, weil sie dort arbeiten, weil sie dort einkaufen gehen, weil sie dort ihre Familien treffen etc. Das heißt, der urbane Raum ist auf der einen Seite klarerweise in einer Epidemie anders betroffen als die, die Hochebene am Dachstein. Aber selbstverständlich ist es gleichzeitig auch unser starker Wirtschaftsraum. Und das ist natürlich das, was die Politik immer im Radar haben muss, die richtige Balance. Auf der einen Seite die gesundheitsspezifischen Maßnahmen zu setzen, auf der anderen Seite das Wirtschaftsleben zu ermöglichen, im Laufen zu lassen. Und daher brauchen wir dort auch klare Spielregeln. Und das haben wir gesagt, dass wir in Wien eine Vorstellung haben von diesen klaren Spielregeln. Heute hat die Regierung mehreres angekündigt, nämlich sowohl Inhalte für ganz Österreich als auch, das ist ein
ein bisschen untergegangen wahrscheinlich, aber hat eine besondere Bedeutung, dass der Gesundheitsminister angekündigt hat, es wird auch eine Änderung in der Grundlogik der Verordnung geben, nämlich er wird Raum aufmachen für regionale Entscheidungen. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, bis diese Dokumente am Tisch liegen und dann können wir wirklich sagen, was davon findet statt in der Umsetzung aufgrund der Anordnung des Gesundheitsministers, der das ja dann auch als zuständiger Minister dann verordnen muss. Und was davon ist dort nicht enthalten, entspricht aber den Empfehlungen des Wiener Medizinischen Krisenstabes und werden wir dann auf der regionalen Ebene umsetzen. Ich gehe davon aus, dass das dann so gestaltet ist, dass wir es auch können. Also ich hoffe nicht, dass es nur eine Ankündigung war und am Ende des Tages können wir es wieder nicht umsetzen, aber ich lasse mich überraschen und bin da ganz positiv gestimmt. Aber das heißt, wenn Ihnen das Gesundheitsministerium eben diese Möglichkeit gibt, regional hier Maßnahmen umzusetzen, dann werden Sie die auch nützen in Wien? Ja, selbstverständlich. Wir machen ja da keine hohlen Ankündigungen. Wir nehmen dieses Thema ja schon seit einem Dreivierteljahr sehr ernst und das ist unverändert. Und wenn Sie jetzt schauen in das Themenfeld Pflegeheime und Spitäler, da haben wir im Frühjahr eine Verordnung gemacht, diese Verordnung dann einmal inhaltlich ein wenig abgeändert, aber jetzt erst vor kurzem verlängert bis Ende des Jahres. Da geht es um die Beschränkung des Betretens von Pflegeheimen, da geht es um die Beschränkung des Aufsuchens von Spitälern mit sehr, sehr scharfen Spielregeln. Das sind die Spielregeln, die an sich erst vorgesehen sind bei der roten Corona-Ampel. Also würde ich der Logik folgen, die Ampel ist das alleinselig machende Instrument, dann müsste ich diese Verordnungen längst aufgehoben haben. Ich denke aber nicht daran, diese Verordnungen aufzuheben. Ich stehe dazu, dass wir hier immer schon die strengsten Spielregeln von ganz Österreich gehabt haben. Und das werden wir auch ganz sicherlich aufrechterhalten. Auch wenn es daran da und dort Kritik gegeben hat von Angehörigen, das verstehe ich auch, dass die Kritik gegeben hat. Aber wenn ich in die Einrichtungen hineingehe, dann bemerke ich, dass der absolut größte Teil der Bewohner sehr, sehr begeistert ist davon, dass wir so letztendlich solche Instrumente in die Welt gesetzt haben, um die Bewohner dieser Einrichtungen zu beschützen. Und das ist ehrlich gesagt meine wichtigste Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Stadt Wien, die Wienerinnen und Wiener durch dieses dramatische Ereignis, weltweite Ereignis, so behütet wie möglich durchzuführen. Ich würde noch einmal gern zur Corona-Ampel zurückkommen. Gestern hat ja diese Kommission getagt und da hört man, und das ist auch im Vorhinein durchgesickert, dass vor allem das Kanzleramt und das Umfeld des Kanzlers und der Kanzler selber sehr darauf gedrängt hat, dass Wien auf Orange geschaltet wird. Sie haben dann gesagt, Sie hätten prinzipiell kein Problem damit, wenn Wien auf Orange geschalten wird. Finden Sie es dennoch richtig, dass Wien auf Gelb geblieben ist oder hätte man Wien auf Orange schalten sollen? Nein, in der Beurteilung einfach in der Aufbereitung der statistischen Zahlen durch die Bundesinstitute hat sich ganz klar gezeigt, dass Wien nach den Beurteilungskriterien auf Gelb zu stellen ist. Ich bin nur gefragt worden bei einem Interview, ob ich protestiere, wenn es orange ist. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich protestiere sicher nicht, wenn es auch auf orange ist. Weil wenn die Zahlen die Basis dafür sind, dann ist Wien auch auf Orange zu setzen. Ich sehe das völlig leidenschaftslos. Ich habe das auch vorige Woche leidenschaftslos gesehen. Nur vorige Woche hat die Balance in der Beurteilung zwischen den Regionen Österreichs nicht gepasst. Jetzt passt die Balance schon wesentlich besser, wie zum Beispiel das berücksichtigt ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die asymptomatisch sind, weil wir so eine extrem hohe Testdichte haben, weil wir so viel testen in der Stadt. Es ist berücksichtigt worden, dass wir so viel testen. Es ist berücksichtigt worden, dass wir so viele asymptomatische, positive Fälle haben und viele andere Faktoren detto. Und deswegen gibt es dieses Mal eine wesentlich bessere, qualitativ wesentlich bessere Beurteilung auf der Basis der Datenanalyse, die gemacht worden ist in der gestrigen Sitzung. Dass da ein Bundeskanzler hinein interveniert in eine Expertenkommission, kann ich nur sagen, macht mich sprachlos. Ich bin es gewohnt, mit Expertenkommissionen unterschiedlichster Art in den unterschiedlichsten Feldern zu arbeiten. In meinem früheren Berufsleben saß ich in vielen Expertenkommissionen und ich habe niemals erlebt, dass ein Politiker oder mehrere Politiker eine Expertenkommission einrichten, um danach in diese Expertenkommission ihre persönlichen Positionen einzubringen. Ehrlich gesagt, wenn das das Interesse ist, dann ist es besser, man macht keine Expertenkommissionen, sondern sagt schlicht und einfach, was man will als Politiker. Dafür sind wir als Politiker gewählt worden. Es spricht ja nichts dagegen, wenn der Bundeskanzler der Meinung ist, wurscht, wie die Zahlen ausschauen, wurscht, wie die Expertise ausschaut, wurscht, egal, Wien muss orange werden.
dann ist es besser, er steht dazu und schickt nicht abgesandt den Expertenkommissionen, die versuchen, dort Experten zu beeinflussen. Abschließend noch zu diesem Thema. Jetzt gab es da gestern noch eine Liste der AGES, die Fälle, die Neuinfizierten in den letzten 7 Tagen auf 100.000 Einwohner darstellt. Und demnach wären 15 Bezirke auf Orange in Wien und 4 auf Rot, wenn man die anderen Sachen nicht berücksichtigt. Bereitet Ihnen das Sorge? Nein, überhaupt nicht, weil das ist nutzloses Wissen. Wir könnten es auch runterbrechen auf Namen, auf Straßennamen, die mit A beginnen und machen uns dann Sorgen um die Menschen, die in einer Straße mit A leben. Es ist nutzloses Wissen, weil die Menschen leben nicht nur in einem Bezirk, sondern die leben quer durch die Stadt, völlig ohne auf die Bezirksgrenzen Rücksicht zu nehmen. Dem Virus sind die Bezirke auch völlig wurscht. Also es bringt uns keinen Millimeter weiter. Es ist zwar unterhaltsam, das verstehe ich auch. Es ist eine lustige Geschichte, man kann eine hübsche Tabelle machen, ein Ranking, ein Wettbewerbsspiel. Bezirksversteherinnen können Aussendungen schreiben, dass sie jetzt mit der Gesundheitsbehörde in Kontakt sind. Ich verstehe den Unterhaltungswert. Für die Bekämpfung einer Epidemie ist es vollkommen nutzloses Wissen. Abschließend noch zum Thema Corona. Wir hatten diese Woche auch einige Fälle, die in Schulen aufgetreten sind in Wien. Die erste Schulwoche liegt ja hinter uns. Wie beurteilen Sie denn diese erste Woche? Ist das alles noch im Rahmen? Haben Sie damit gerechnet, dass das auftritt? Oder sind das jetzt mehr Fälle, als Sie gehofft haben? Nein, ehrlich gesagt, wir sind noch immer in den Zahlen unter dem, was ich eigentlich vermutet habe. Ich persönlich vermutet habe, dass stattfinden wird. Warum ist das so? Weil wir haben eine erste Rückreisewelle traditionell in dem Land. Die erste Urlaubsgruppe ist im Juli im Urlaub. Kennt jeder, der an einer Firma Urlaubseinteilungen macht. Die große Gruppe ist im Juli, die kommen zurück Ende Juli. Und die zweite große Gruppe geht, bis die Schule beginnt. Und genau diese zwei Zeitpunkte sehen wir in der Entwicklung der Virusepidemie. Große Rückreise Ende Juli, Anfang August. Circa 5 bis 10 Tage danach gehen die Zahlen nach oben, bilden einen ordentlichen Buckel, der vor allem beeinflusst und erzeugt worden ist von den Reiserückkehrern. Danach ist es wieder ein bisschen runtergegangen, nämlich Ende August ist wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt ist die zweite Rückreisegruppe längst natürlich da, weil die Kinder in die Schule gehen. Die westlichen Bundesländer werden den gleichen Effekt haben, nur eine Woche verschoben, weil da sind die Reiserückkehrer jetzt gerade auf der Rückkehr. Das sind ganz normale Situationen in einer epidemischen Entwicklung. Und wir werden sehen, wie sehr es jetzt gelingt, zu verhindern, dass diese Infektionsgruppierungen, Cluster, wie wir sie immer nennen, jetzt die Altersgruppe der Jungen verlassen und stärker in die Altersgruppe der älteren Bevölkerung kommt. Diese Bewegung sehen wir ganz langsam, ganz leicht, aber auch wiederum unmissverständlich. Und das ist der Grund oder der Hauptgrund dafür, dass wir auch sagen, wir brauchen jetzt wieder Spielregeln, die mehr Zurückhaltung in den direkten Kontakten und daher auch in der direkten Ansteckungsfähigkeit dieses Virus erzeugen. Und deswegen diese klaren Empfehlungen, jetzt neue Maßnahmen zu setzen durch den Wiener Medizinischen Krisenstab und ein unmissverständlich klares Bekenntnis des Wiener Bürgermeisters und des Wiener Gesundheitsstaats, dass wir wollen diese Spiele auch tatsächlich haben und wir werden sie für Wien jedenfalls auch umsetzen. Darüber herrscht kein Zweifel. Ich würde noch gern zu einem zweiten Thema kommen, zur Flüchtlingslage in Moria. Die Stadt Wien hat ja angeboten, 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Jetzt war vorhin gerade der Innenminister zu Gast bei Fellner Live und der hat gesagt, er nimmt das zur Kenntnis, dass sie das anbieten und er wird ihnen von den 183 sozusagen unbegleiteten Minderjährigen, die er derzeit in Bundesbetreuung hat, 100 gleich mal rüberschicken. Was sagen Sie dazu? Ja. Ist in Ordnung. Das ändert aber nichts an der Situation in Griechenland. Also ich verstehe die Debatte gar nicht. Wir haben einen sehr klaren Beschluss im Wiener Gemeinderat mit einer durchaus herzeigbaren Mehrheit gehabt. Die herzlose Position der ÖVP in dieser Frage ist mir ein Rätsel, ist mir ein Mirakel. Ich verstehe es überhaupt nicht. Und ich kann das Wort christlich-soziales Fundament der ÖVP im Augenblick in keinster Weise nachvollziehen. Ich weiß es nicht, wie die das verstehen. Die Menschen, die ich treffe, die Menschen, die ich kenne, die alle bekennende Wähler der ÖVP über Jahre, Jahrzehnte sind, fangen mit dieser Position im Augenblick gar nichts an. Aber es ist nicht mein Problem, es ist das Problem von Herrn Kurz, das Problem von Herrn Nehammer.
wird wohl auch das Problem von Herrn Blümel sein, weil dieses Desaster auf diesen Inseln, an dem Österreich natürlich mitverantwortlich ist, denn es war immer auch Österreich, die darauf gedrängt haben, dass an den europäischen Außengrenzen Flüchtlingslager entstehen und dann gleichzeitig jahrelang zuzuschauen, wie das dort verlottert und wir überhaupt nicht bereit sind, in irgendeiner Form unterstützend einzugreifen, ist ein europäischer Skandal. Es ist zum Schämen und da kann man auch nichts schönreden. Und alleine die Formulierung, dann schicke ich halt 100 aus 30 Kirchen, ist wirklich menschenunwürdig. Würden Sie eigentlich 100 unbegleitete Minderjährige auch aufnehmen, wenn der Bund sagt Nein? Also würden Sie da als Wien vorpreschen? Geht das überhaupt? Nachdem Sie mit Konjunktiv sprechen, würde ich sagen, könnte ich, würde ich, kann ich aber nicht. Wir haben österreichische Gesetze. Die blau-schwarze Regierung hat diese Möglichkeit der direkten Aufnahme von Flüchtlingen durch Bundesländer untersagt, hat die Gesetze entsprechend im Parlament geändert. Daher ist eine rein hypothetische Debatte, selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht. Wir haben uns bereit erklärt, eine österreichische Aktion zu unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass es quer durchs gesamte Land, quer durch alle politischen Lager eine breite Unterstützung gibt, das auch zu tun, damit wir uns nicht schämen müssen für das, was auf europäischem Gebiet stattfindet mit den Kindern. Ich bin fassungslos über die Herzlosigkeit des Innenministers. Aber ehrlich gesagt, ich kenne ihn lang genug in der Zwischenzeit, ich bin auch nicht überrascht. Herr Schadrott, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann kommen wir zum Thema Corona zurück quasi. Und gleich zu Gast sind einerseits der Virologe und Universitätsprofessor Norbert Nowotny und der Internist und Arzt Markus Franz. Und die werden sich gleich duellieren zum Thema Corona. Die haben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen des Ganzen und auch Meinungen. Die große Frage, sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung eben heute verkündet hat, sinnvoll? Braucht es eine österreichweite Maskenpflicht? All das besprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.